kenne Eden. Hat sie sich was in den Kopf gesetzt, dann kann sie keiner mehr aufhalten. Und besonders, wenn CC das Gleiche will. Das glaube ich nicht. Selbst Eden kann man stoppen. Fragt sich nur, wozu du bereit bist. Was soll das heißen? Mark, nimm diesen Ring als ein Zeichen meiner Liebe und Treue. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes seid ihr beide jetzt Mann und Frau. Sie dürfen die Braut küssen, Mark. Danke, Hochwürden. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Komm jetzt. Und nun, da Gott die Ehe zwischen Mark und Mary gesegnet hat, lasst uns für sie beten und für alle, die hier erschienen sind. Wir geloben dem Herrn, stets die Treue zu halten. Erbarme dich, unser allmächtiger Gott, und erhöre unsere Gebete für dieses Paar, das du in Liebe zusammengeführt hast und verbunden hast durch das heilige Sakrament der Ehe. Möge der Segen des Herrn dieses Paar begleiten und möge Gott diesen Bund beschützen, den Bund, den er gestiftet hat, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir werden jetzt gehen, Mary. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Das werde ich nie vergessen. Das war wunderschön. Jill, kann ich vielleicht noch einen Moment bleiben? Okay, ich bin vor der Tür. Danke. Mark, hörst du mich? Ja. Mark, wir sind jetzt Mann und Frau. Das war doch dein Wunsch. Jetzt werden wir zusammen sein. Und glücklich werden. Das wollten wir doch immer. Und du wirst ganz sicher gesund werden. Jetzt hör mal zu, mein Freund. Ich lasse mir nicht alles von dir gefallen. Was hast du eigentlich vor? Sag's doch. Wie glaubst du, lässt sich Eden aufhalten? Ich will es jetzt endlich von dir wissen. Hör doch bitte erst mal zu. Nein. Weshalb soll ich eigentlich nicht zu Eden gehen und ihr sagen, dass sie nicht die Spur einer Chance hat, mir etwas anzuhängen? Und dass sie aufhören soll, mit Brandon so umzugehen, das ist so gemein, was sie macht. Denk an das Foto, Gina. Eden hat dich in der Hand. Nein, Kirk, dieses Foto allein nützt ihr gar nichts. Du machst einen Fehler, wenn du offen mit ihr reden willst. Worauf willst du hinaus, mit deinen mysteriösen Andeutungen, wie Eden aufzuhalten ist? Nun, ich bin ganz Ohr. Was hast du vor? Brandon, ist alles in Ordnung? Was ist passiert, Schatz? Oh, mein Kleiner. Rosa? Oh, mein Kleiner, alles wird bald in Ordnung sein. Hallo, Brandon. Sieh mal, was ich hier habe. Santana, wir sollten einiges klären. Ja, natürlich, Mama, aber ich begrüße erst mal Brandon. Nein, das geht jetzt nicht. Ich finde, du solltest ein wenig schlafen, Darling. Du isst dann später. Kein Hunger. Er muss Ruhe haben, Santana. Du gehst jetzt schön ins Bett, Darling. Hör auf das, was Rosa sagt. Wir sehen uns nachher, Schatz. Ja, gut. Hallo. Hier ist Santana Andrade. Ja, das hatte ich doch versprochen. Ja, natürlich, das müssen wir. Was würden Sie denn von heute Abend halten? So gegen 6? Gut, dann treffen wir uns bei Bars unten am Strand.
Ja, richtig. Gleich am Hafen. Okay, ja. Gegen 6. Gut. Also nachher. Bis dann. Santana. Oh. Mama, du wolltest mich sprechen? Ja, wegen Brandon. Hast du ihn eben gesehen? Ja. Er isst nichts. Seine Schulleistungen werden schlechter. Und als du vorhin gekommen bist, Santana, da wäre er beinahe die Stufen heruntergefallen. Was? Er ist nicht gestolpert. Er stand da und wurde einfach ohnmächtig. So kann es nicht weitergehen mit ihm. Oh, mein armes Baby. Verstehst du nun, weshalb ich mir Sorgen mache? Mama, Brandon wird bald in guten Händen sein. Bei dir? Ja. Soll das heißen, dass du heiraten wirst? Das soll nur heißen, dass ich auf CCs Vorschlag eingehe. Oh, wie schön. Du und Cruz. Mama, ach, du bist wieder zu voreilig. Was soll denn das bedeuten? Hat dich Cruz noch nicht gefragt? Du hast ihm doch gesagt, was sie verlangt, oder? Cruz weiß nichts von dem Geschäft und er soll auch nichts davon wissen. Aber das verstehe ich nicht. Ich heirate einen anderen. Was sagst du? Cici sagt, ich kriege Brandon, wenn ich mich verheirate. Er hat nicht gesagt, verheirate dich mit Cruz. Was ist denn das für eine verrückte Idee? Mach dir keine Sorgen, Mama. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich Cici austricksen. Glaub mir, ich werde ihm eine Lektion erteilen. Ich werde diesmal gewinnen und Cici wird der große Verlierer sein. Nein, Santa. Mama, das ist ganz einfach. Tausende von Männern hier in den Staaten haben keine Aufenthaltserlaubnis. Alles, was sie brauchen, ist eine amerikanische Ehefrau. Dann ist ihr Aufenthalt legal. Nun, ich helfe einem von diesen Männern und einer von diesen Männern hilft mir. Hast du deinen Verstand verloren? Du wirst Ärger haben. Das ist absolut illegal. Natürlich ist diese Heirat völlig formal. Diese Ehe wird vielleicht ein Jahr dauern und dann werden wir uns wieder verabschieden. Mama, es ist der einzige Weg. Vergiss nicht, es geht um Brandon. Aber wie kann etwas Gutes aus einer Ehe herauskommen, die nicht aus Liebe geschlossen wird? Mama, aus Liebe heirate ich ja gerade. Aus Liebe zu Brandon. Mama, sieh mich nicht so an. Ich weiß ja, was du denkst. Aber es ist der einzige Weg. Du siehst doch, was mit Brandon passiert. Er will seine Mutter, er will mich. Dann rede mit Cruz. Nein, ich rede nicht mit Cruz. Weißt du nicht, wieso? Wenn du schon einen Mann heiratest, der dich nicht liebt, dann heirate wenigstens einen Mann, der dich kennt und respektiert. Einen Mann, der gut zu dir und Brandon ist. Nein, wenn ich diesen Mann nur heirate, weil ich etwas will, dann möchte ich ihm auch etwas geben können. Wenn es Cruz wäre, dann wäre es eine Ehe aus Mitleid. Und das mache ich nicht mit. Kennt sie schon deine Pläne? Ich werde es ihm nachher sagen. Er wird es nicht gut finden und du weißt das. Das wird ein zusätzliches Vergnügen für mich. Nein, Santana, du kennst doch Cici. Er wird sicher dafür sorgen, dass du diesen Schritt bereuen wirst. Er wird einen Weg finden, Mama, dass du Brandon nicht behältst. Mama, er hat es mir versprochen. Ich denke wirklich, dass er nicht so gemein ist, sein Wort zu brechen. Und jetzt gehe ich nach oben zu Brandon. Ich will, dass er trotzdem etwas isst. Bis dann. Du scheinst ja vor Eifersucht zu platzen. Weißt du, als ich dich das erste Mal sah, Kirk, da dachte ich, Mensch... Die Harvard-Absolventen, die können reden. Ich hatte recht. So kenne ich dich nicht. Was ist passiert? Hat die Katze deine Zunge gefressen? Hör auf, Gina, bitte. Nun, wenn ich das richtig sehe, dann war es wohl dieser kleine Unfall neulich in der Hütte. Wenn nicht zufällig dieser Tank explodiert wäre, dann hättest du noch immer keinen Beweis, dass Eden dich mit Cruz betrügt. Aber was kann man da schon tun? Das musste ja passieren. Denn die zwei sehen sich ja fast ständig. Du musstest einfach Wind davon kriegen, zumal Eden gar kein Hehl mehr daraus macht. Ich hör jetzt auf. Wolltest du mir nicht einen Rat geben, wie ich Eden loswerde? Wieso willst du mich da reinziehen? Deine untreue Frau ist doch wohl dein Problem. Du irrst dich leider. Sie ist ebenso dein Problem. Und wir werden es gemeinsam lösen. Schwester Petersen, bitte in den zweiten Stock. Also ich muss jetzt gehen. Ich weiß zwar nicht, wo Kirk ist, aber ich muss anfangen zu packen. Können wir gehen, Daddy? Ah, Liebes, ich werde noch ein wenig warten, falls Mary mich braucht. Sie wollte zwar, dass ich auch gehe, aber ich warte noch ein bisschen. Ich werde auch warten, Eden, aber vielleicht möchtest du, dass ich dir ein Taxi rufe. Schönen Dank, Mason. Ich bringe Eden schon nach Hause. Nein, Cruz, das werden Sie nicht. Schon gut, Hank. Cruz, danke. Aber ich werde doch ein Taxi nehmen. Du hast also ein Foto von dem rosa Kleid. Das bedeutet noch gar nichts. Ich habe mehr als das. Diesen Fetzen aus dem rosa Kleid habe ich dir doch gezeigt. Und Eden hat das Kleid gefunden. Sie weiß inzwischen, dass du ihr die Tat in die Schuhe schieben wolltest. Nicht unbedingt. Ich meine, das Kleid ist noch kein Beweis, Kirk. Es beweist nicht, dass ich an Cicis Beatmungsmaschine war. Sie machte keinen Hehl draus, dass sie Beweise hat. Wieso höre ich dann nichts von ihr oder ihrem Freund? Weil sie vorsichtig vorgeht. Denk doch nach, Gina. Was erwartest du von ihr? Dich zu warnen, damit du dich verteidigen kannst? Dann sage ich dir, was ich nicht erwarte. Dass du mir hilfst, wenn nichts dabei für dich rausspringt. Du weißt, dass wir beide nicht wollen, dass jemand erfährt, was in dieser Nacht geschehen ist. Hallo, Eden. Cruz. Nun, ich muss schon sagen, ihr beiden seht fantastisch aus.
findest du nicht, Kirk? So, jetzt muss ich gehen. Ich will pünktlich sein, wenn... Also dann, viel Spaß mit. Kirk, wo bist du gewesen? Das weißt du doch. Cici hat Wert darauf gelegt, dass ich Mark McCormicks Rechnungen bezahle. Offenbar seid ihr schon fertig. Das bedauere ich wirklich. Na gut, willst du jetzt vielleicht gehen? Ich fahre dich. Das heißt, wenn du nichts dagegen hast. Na komm, Schatz. Mark, wir haben so viel, auf das wir uns freuen können. Und wenn du wieder gesund bist, wird ein wunderschönes Leben vor uns liegen. Ich weiß, dass du Kinder willst. Ich will auch Kinder haben. Wir sollten schon anfangen, ein paar Pläne zu machen. Wenn ich viele Kinder kriegen soll, brauchen wir ein großes Haus. Und unsere Kinder wollen dann sicherlich auch Katzen und Hunde, so ist das doch. Also brauchen wir auch einen großen Hof, nicht wahr? Und natürlich auch ein riesengroßes Auto. Und Mom und Christy könnten dann auf die Kinder aufpassen. Mom wird so glücklich sein, dass sie endlich Enkel hat. Mary nicht. Was rede ich hier nur über Mama und unsere Kinder? Das ist unser Tag. Also reden wir lieber über uns. Oh, Mark, du hast mir so viel heute gezeigt. Nicht nur, wie sehr du mich liebst. Ich wusste, dass du mich liebst. Aber du hast mir gezeigt, wie man ehrlich ist. Und du hast mir gezeigt, wie großzügig du sein kannst. Ich danke dir. Mark. Mark! Doktor, seine Atmung setzt aus! Los, rein damit, schnell! Wir müssen in den OP. Doktor, was ist... Und Sie gehen jetzt, bitte! Nein, ich bin Krankenschwester, ich kann helfen. Das ist Ihr Ehemann. Glauben Sie mir, ist es besser, wenn Sie nicht dabei sind. Bitte gehen Sie! Ich auf dieser Hochzeit im Strauß fange. Wie kann man an so etwas in diesem Moment auch nur denken? Was verstehst du denn schon von meinen Gefühlen? Ich hab dich sehr gut verstanden. Sie betet für ihn und du wartest hier wie ein Geier. Wartest auf Mark McCormicks Tod. Mrs. Mancino? Ja, ich rufe für Eden Capwell an. Sie? Ja, die Eden Capwell. Es geht darum, ein paar Blusen neu einzufassen. Könnten Sie das machen, wenn sie bei Ihnen vorbeikommt? Gut, sehr schön. Was haben Sie gesagt? Es gibt nichts Neues. Dad. Ich wünsche niemandem den Tod. Weder Mark noch irgendjemandem. Du vergisst etwas, Mason. Ich selber war das Objekt deiner Gefühle. Ich bin fast daran gestorben. Das
Das hatte ich nie gewollt und das weißt du auch. Ach, hör auf, Mason. Ich kenne dich gut genug, glaub mir. Ich hatte gehofft, du würdest dich ändern. Doch das ist vorbei. Ich bin dein Sohn. Wieso hast du mich nur so, Dad? Du kennst mich doch gar nicht. Red dir doch nichts ein, Mason. Schon deine Frage ist naiv. Mary, können wir etwas für dich tun? Sagen Sie schon. Ja, eine Bitte hätte ich schon. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie gekommen sind, aber jetzt will ich allein sein. Nein, Mary. Ich weiß doch, was zwischen euch vorgeht, dass ihr euch streitet und das ist wirklich zu viel. Jetzt bitte geht. Mary, es tut mir leid. Es tut mir so leid, wirklich. Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, dann rufen Sie mich bitte an. Das werde ich. Es wird alles gut. Mary. Geh bitte, bitte. Mary, ich kann dich so nicht allein lassen. Schick mich nicht fort, nicht jetzt. Wir müssen ihn sofort operieren. Beten Sie für ihn. Brandon wird nachher untersucht werden. Wann denn? Das geht euch nichts an. Ich will, dass keiner von euch dabei ist. Das würde dem Jungen nur schaden. Wird Brandon schaden? Er wäre niemals krank geworden, wenn es er bei mir wäre, da, wo China. Er hingehört. Ich werde dich anrufen und dir sagen, was passiert ist. Nein, das reicht nicht, Sissy. Ich gehe nicht, wenn Santana nicht auch verschwindet. Ich bitte euch beide zu gehen. Wieso? Weil ihr Brandon nur unnötig irritiert. Eure Gegenwart wäre eine Belastung für ihn. Ja, da hast du wohl recht. Ja, natürlich. Sie tanzen ja nur nach der Pfeife der Capwells. Nun viel Glück, Senorita. Es wird Ihnen nichts nützen. Ich rufe dich nachher an und werde dir berichten, was der Arzt gesagt hat. Danke, aber ich habe dir noch etwas zu sagen, Cici. Ich würde gerne über deinen Vorschlag reden. Du hast etwas auf dem Herzen? Ja, ich möchte, dass du mir etwas unterschreibst. Nur damit ich sicher sein kann, dass du es ehrlich meinst. Ist das dein Ernst? Natürlich. Oder hast du was dagegen, dein Versprechen schriftlich zu geben? Nein, aber ich habe gedacht, du wärst daran interessiert, dass nicht alle Welt von der Sache erfährt. Ich würde gerne noch etwas mit dir klären. Du sagst, ich kriege Brandon, wenn ich heirate. Ja, das habe ich gesagt. Und warum fragst du mich das? Du wolltest, dass ich Cruz heirate, aber wenn ich Cruz nicht heirate, sondern jemand anderen, gilt dein Wort trotzdem? Ich kann dir nicht folgen. Was verstehst du an meiner Frage nicht? Ich verstehe den Grund für diese Frage nicht. Ich will es nur ganz genau wissen. Ich will die Gewissheit haben, dass niemand hier sein Wort bricht. Santana, ich weiß nicht, was das alles soll. Ja, auf meine Zusage kannst du dich verlassen. Es gibt für dich keinen besseren Mann als Cruz. Cruz weiß noch nichts von unserer Abmachung. Und worauf wartest du? Ich warte gar nicht. Ich will nicht, dass Cruz etwas erfährt. Dann sag mir doch, wieso. Weil ich Cruz kenne. Cruz würde es nur für Brandon machen. Und genau das willst du. Oh, Santana, nicht doch. Ich will dir wirklich nur helfen. Siehst du das nicht? Ich möchte, dass ihr beide glücklich werdet. Du hast mir versprochen, ich kriege Brandon, sobald ich verheiratet bin, Cici. Jetzt will ich von dir hören, dass es dir ernst damit ist. Versprich es mir. Na gut, ich verspreche es dir. Dann will ich auch ehrlich sein, Cici. Der Mann, den ich heiraten werde, heißt mit Sicherheit nicht Cruz Castillo. Nun, offenbar planst du etwas mit einem anderen Mann. Willst du mir nicht sagen, wer es ist? Das wirst du früh genug erfahren. Vielleicht lade ich dich zur Hochzeit ein. Gina! Was soll das? Willst du mich zu Tode erschrecken? Geh vor die Tür. Ich habe auf dich gewartet. Ich war nur wegen Brandon hier. Willst du Cici davon erzählen? Nein, bitte sei still und hör zu. Die Sache wird jetzt brenzlig. Eden ist auf dem Weg zu dem Kleidergeschäft. Nein, das kann nicht sein. Dieses Geschäft ist in einer Gegend, die eine Frau wie Eden nie betreten würde. Warte mal, sie hat aber telefoniert. Sie machte das alles unter dem Vorwand, dass ihre Blusen neu eingefasst werden müssten. Aber versteh doch, das bedeutet, dass sie weiß, dass du ihr Kleid kopiert hast. Na und wenn schon? Das ist noch lange kein Beweis, Kirk. Und sie wird auch keine Beweise bekommen. Ich habe Mrs. Mancino viel Geld bezahlt, damit sie ihren Mund hält. Wir reden hier über Eden Capwell. Eden hat mehr Geld als Gott. Sie kann dieser Frau das Zehnfache bieten. Das wird sie nicht. Oder? Ach. Gut, ganz wie du willst. Aber wenn Castillo vor deiner Tür steht, dann ist es einzig und allein deine Schuld. Warte. Weißt du, ich glaube dir einfach nicht, Kirk. Okay. Aber vielleicht kannst du mich überzeugen.
Na gut, das kannst du haben. Ich rufe dich an, wenn Eden das Haus verlässt. Wir fahren beide zu dem Geschäft und dann kannst du mit eigenen Augen sehen, dass ich dich nicht belogen habe. Vielleicht siehst du dann ein, dass du mir vertrauen kannst. Wir werden sehen. Oh, Eden, ich dachte, du packst schon. Ich bin fertig. Würdest du bitte mein Gepäck herunterbringen? Kein Problem. Danke. Oh, Schatz. Hätte ich fast vergessen, dein Kleidergeschäft hat angerufen. Sie waren überlastet und mussten deinen Auftrag von einem anderen Geschäft erledigen lassen. Aber offenbar kannst du jetzt vorbeifahren. Ach, das hatte ich vergessen. Wo? Hier ist die Adresse. Moderne Moden. Das Geschäft von Mrs. Mancino. Sea Avenue. Ja, gut. 112. Das ist auf dem Weg zum Flughafen. Kein Problem. Reicht die Zeit denn? Ja, und das Kleid gehört zu den Sachen, die ich mitnehmen wollte. Na gut, schön. Ich hole das Gepäck. Danke. Santana? Was ist los? Das verstehst du nicht. Nun, wenn ich dir helfen kann, lass es mich wissen. Wieso sagst du mir nicht, wie es ist, einen Vater zu haben, der von nichts zurückschreckt und über Leichen geht, nur weil er seine Tochter glücklich machen will? Was willst du damit sagen? Dann wird es allmählich Zeit. Sisi wird immer brutaler und das alles deinetwegen. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, alles, was ihn stört, wird einfach... Warum sagst du mir nicht endlich, was das alles bedeutet? Wieso fragst du nicht Sisi? Frag ihn, was er vorhat, nur damit der Cruise von dir fernhält. Weißt du, ich habe nachgedacht. Du bist jetzt Mark McCormicks Frau. Mason, bitte nicht. Ich habe alles für diese Hochzeit getan, obwohl ich dich liebe. Die Entscheidung ist gefallen. Es war deine Entscheidung. Ich hätte dich auf Händen getragen, Mary. Ich wollte dir so viel geben. Und das weißt du. Du willst mich doch lieber hier haben. Ja, denn ich möchte nicht allein sein, wenn sie mir sagen, dass Mark... Wenn sie mir... Setz dich. Was ist passiert? Es tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten, aber die Operation war schwierig. Was ist denn los? Der Zustand Ihres Gatten ist jetzt stabil. Was? Die Blutungen hatten wieder angefangen und das war der eigentliche Grund für seine Atemschwierigkeiten. Aber wir konnten sie zum Stillstand bringen. Und jetzt kann ich Ihnen auch sagen, dass die Prognose positiv ist. Es sei denn, etwas Unvorhersehbares tritt ein. Er wird am Leben bleiben. Sag mir, was läuft da eigentlich mit Santana? Ich habe Santana einen Vorschlag gemacht. Sie erhält das Sorgerecht für Brandon, allerdings nur, wenn sie heiratet. Und das nennst du einen Vorschlag? Ich will, dass Brandon ein normales Leben führt. Und dass Cruz Santana heiratet. Hast du das von Santana? Daddy, ist das die Wahrheit? Santana braucht einen Ehemann und wen sie sich aussucht, ist ihre Sache. Allerdings habe ich ihr geraten, Cruz zu heiraten. Daddy? Hör zu, ich will doch nur das Beste für alle Beteiligten und ich denke dabei auch an dich. Nein, nein, das glaube ich nicht. Du bist hartherzig. Du weißt, Santana liebt ihren Sohn. Santana will auch Cruz haben. Kleines, du machst dir da etwas vor. Ich weiß, dass du das nicht gerne hörst. Aber mit Cruz kann es so nicht weitergehen. Alles, was ich will, ist ihm ein bisschen helfen, Ian. Ich bin ganz sicher, dass Cruz nicht daran denkt, Santana zu heiraten. Und das weißt du auch. Wieso bist du dir so sicher? Du erwartest doch nicht allen Ernstes eine Antwort. Richtig, denn ich will nicht, dass du lügst. Verdammt, du hast einfach nicht das Recht, dich in das Leben anderer Menschen einzumischen. Ich will nur, dass du glücklich bist, Baby. Weißt du das denn nicht? Du und Kirk, ihr liebt euch doch und ich will, dass es so bleibt. Du machst einen Fehler, wenn du glaubst, mich damit glücklich zu machen. Baby, ich kenne dich genau. Und ich liebe dich. Und ich weiß, dass wenn die Menschen in deiner Umgebung unglücklich sind, du es ebenfalls bist. Kirk ist jetzt dein Leben. Lass Cruz sein eigenes Leben führen. Glaub mir, ich kenne deine Gefühle nicht. Oh nein, Daddy, die kennst du wirklich nicht. Ich weiß ja, du willst helfen, aber du machst es nur noch schlimmer. Ich brauche jetzt etwas Abstand vor dir, vor Kirk, vor Cruz. Alle wollt ihr etwas anderes. Ich brauche jetzt einfach etwas Ruhe. Eden, hör mir zu. Rosa.
Ich hoffe, ich störe nicht, aber der Koch sagte, Sie wollten mich sprechen. Ich nehme an, Sie wissen, dass Ihre Tochter den Plan hat, den erstbesten Mann zu heiraten. Ja. Sie haben sicher versucht, sie davon abzubringen. Ich sagte ihr, dass ich es für einen Fehler halte. Ein Fehler? Es ist ein Verbrechen, Rosa. Sie wirft sich weg. Genau das habe ich ihr gesagt. Gibt es denn nichts, was Sie tun können, um sie daran zu hindern? Ich habe alles versucht, sie davon abzubringen, aber ich hatte nicht den geringsten Erfolg. Nun, es wäre möglich, dass ein anderer mehr Erfolg hat, wenn Sie verstehen, was ich meine. Cruz weiß nichts von Ihrem Arrangement mit Santana. Richtig, Santana will es nicht. Dennoch würde es besser sein, wenn Cruz es erfährt. Ich schätze solche Methoden nicht. Das kann sein, Rose, aber Sie wissen, ich habe recht. Santana und Cruz, die beiden werden heiraten. Sie machen das schon. Ich habe dich überall gesucht, oh, Santana. Cruz, du musst sofort wieder gehen. Was? Ich bin hier verabredet und du wirst Santana, alles verderben, wenn du nicht sofort bedeuten? Gehst. Ich erkläre dir alles später. Geh ist das jetzt. Dein Ernst? Ja. Wenn ich dir etwas bedeute, dann stell jetzt keine Fragen. Okay, du musst gehen. Ich verschwinde ja. Du musst ja wissen, was du tust, Santana. Wo ist der denn? So, das Gepäck ist verstaut. Es ist nett von dir. Ich danke dir, dass du selber zum Flughafen fährst. Ich hätte dich wirklich gerne gefahren, aber ich muss in die Firma. Oh nein, ich verstehe dich schon. Ich sollte am besten gleich verschwinden, dann habe ich noch genügend Zeit, um das Kleid abzuholen. Hast du die Adresse? Ja, Seattle. Genau. Ich habe es notiert. Dann hat vorhin noch Dr. Logan angerufen. Er sagt, er würde mich gerne morgen sehen. Würdest du ihn bitte für mich anrufen und absagen? Vielleicht geht's um was Wichtiges. Wenn es etwas Wichtiges ist, dann meldet er sich nochmal. Und Kirk, ich weiß nicht, ob du die Gründe verstehst, weshalb ich ein paar Tage allein sein möchte, aber ich danke dir, dass du mir keine Vorwürfe machst. Weißt du, du warst ein bisschen komisch in den letzten Wochen, Kirk. Tatsächlich, Eden? Ja, ich finde, du warst so ruhig. Naja, vielleicht wegen dieses peinlichen Zwischenfalls, kürzlich im Krankenhaus. Ja, vielleicht. So etwas wird nie wieder passieren. Also dann, ich gehe jetzt. Okay. Auf Wiedersehen. Bis dann. Gina, Eden ist gerade raus. Ich bin sofort bei dir. Warte draußen auf mich. Wir sollten uns beeilen. Wie schön, dass Sie da sind, Miss Andrade. Danke, Mr. Contreras. Aber ich finde, unter diesen Umständen sollten Sie meinen Vornamen benutzen. Ich heiße Santana. Ja, und ich bin Louis. Louis. Fein. Wollen wir uns nicht setzen? Oh, ja, natürlich. Danke. Vielleicht sollten Sie erst einmal wissen, wieso ich eigentlich diese Heirat mit Ihnen wünsche. Der Grund dafür ist mein sehnlichster Wunsch, Bürger dieses Landes zu werden. Oh ja, das verstehe ich. Entschuldigen Sie, aber ich bin nicht sicher, ob Sie das wirklich verstehen. Ich liebe Amerika, glauben Sie mir, Santana. Und ich wohne hier schon seit vielen Jahren, aber ich bin eben kein Bürger dieses Landes. Und das heißt, zu lügen und sich zu verstellen. Nur weil ich in einem anderen Land geboren bin. Aber ich möchte ein ehrlicher Mensch sein, Santana. Ich will endlich... die Dinge in Ordnung bringen. Und ich hoffe, Sie können mir dabei helfen. Das ist unglaublich. Ich wusste, dass Mr. C keine Skrupel hat, aber das geht zu weit. Er glaubt, dass er das Richtige für Santana tut, Cruz. Selbstverständlich denkt er, dass er das Richtige tut. Kein Wunder, dass Santana mich meidet. Sie wollte dich in nichts verwickeln. Wo steckt er? Ich will mit ihm reden. Er ist nicht da. Wo er ist, weiß ich nicht. Ich werde ihn schon finden. Danke. Einen Moment. Was ist? Cruz, eines musst du noch wissen. Und das wäre? Offenbar hat Santana jetzt einen Mann gefunden, der bereit ist, eine Scheinehe mit ihr einzugehen. Jemand, der legal hier leben will. Was? Woher kennt sie ihn? Durch eine Zeitungsanzeige. Was will sie denn eigentlich dadurch erreichen? Es geht ihr letzten Endes um Brandon.
Ich wünschte nur, Sissi würde damit aufhören, sie in diese Richtung zu drängen. Ihm geht es gar nicht um Santana. Er hat nur vor, mich auszuschalten, Rosa. Ihr tut mir leid, Cruz. Du und Santana, ihr beide. Ach, vergiss es. Ich weiß, wie Mr. C mit Leuten umspringt, aber er wird bei mir keinen Erfolg haben. Damit kommt er bei mir nicht durch. Was Santana angeht, Cruz, versuch sie zur Vernunft zu bringen. Auf mich hört sie nicht mehr. Vielleicht hast du Erfolg. Ja, ich versuche es. Das war bestimmt hart für dich, zu mir zu kommen. Ja, Cruz. Dir ist doch klar, dass er nur wollte, dass ich von seinem Vorschlag weiß. Vergib mir. Du kannst nichts dafür. Du hast richtig gehandelt. Ich bin jetzt im Bild. Aber Rosa, diese Sache werde ich Mr. C nie vergessen. Weißt du, Kirk, wenn du für alle deine guten Ideen, die du im Leben hattest, einen halben Dollar kriegen würdest, dann könntest du noch nicht mal voll tanken. Wir sind gerade erst ein paar Minuten hier. Ein paar Minuten zu viel. Hör zu, entweder sie kommt gar nicht oder sie ist schon hier gewesen. Sie kommt noch. Unsinn. Halt den Mund und warte. Wieso? Wieso glaubst du eigentlich, dass sie noch kommen wird? Normale Menschen, Kirk, haben nicht die Manie, mit solcher Kleidung nach Hawaii zu fliegen. So ein Quatsch. Das genau ist der Punkt, Gina. Eden ist geschäftlich in Hawaii. Sie hat Konferenzen dort. Sie kommt nicht extra hierher wegen ihrer Kleidung. Sie kommt hierher nur wegen dir. Ich weiß das, weil sie das vorhin am Telefon gesagt hat. Nun, ich hoffe, du täuschst dich. Das hoffe ich, Gina. Denn wenn du hier scheiterst, dann scheitere ich auch. Und das war dein einziger Grund, mir zu helfen. Und das ist der einzige Grund für mich, dir zu helfen. Oh, eine prima Hilfe war das. Alles, was du getan hast, ist viel Wind zu machen und bewiesen ist damit gar nichts. Ah, du meinst also, dieses Foto ist kein Beweis? Genau, Kirk. Sag mal, verstehst du nicht? Ist das so schwer? Sie hat das Kleid und sie hat diesen Fetzen. Ist das klar? Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis sie herausfindet, wer dieses Kleid für dich kopiert hat und wann. Und dann ist der Ofen aus. Sie ist nicht in Sicht, Kirk. Und du bist völlig paranoid. Hey, was hast du vor? Ich verschwinde hier. Nein, das wirst du nicht. Und wieso nicht? Wieso lässt du mich nicht in Ruhe und kümmerst dich um deinen eigenen Kram? Du hast doch schon genug Probleme. Denk nur an den Liebhaber deiner Frau. Wenn du das nächste Mal so eine Aktion planst, dann lass mich da raus. Und noch etwas. Du musst woanders spionieren. Du solltest dich vor Stundenhotels auf die Lauer legen. Halt den Mund, Gina. Und dann musst du gut aufpassen, wenn du die beiden belauerst. Denn wie ich höre, haben sie die Angewohnheit, Gebäude in die Luft zu sprengen. Du bleibst hier. Lass mich los. Nein. Was? Es ist Eden. Das ist unglaublich. Hin und wieder macht man einen Fehler, Gina. Was hast du vor? Ich will lieber weg sein, wenn Eden rauskommt. Kirk, hör zu. Du hilfst mir doch, oder? Ich meine, wenn ich etwas ausfallend gewesen bin, dann kannst du das doch vergessen, oder? Na, bravo, Gina. Immerhin bist du ziemlich flexibel und gibst dir Mühe, deine Fehler wieder gut zu machen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kirk, ich will weg von hier. Hast du Angst? Ja. Sie können mich nicht heiraten? Es geht nicht. Es war ein Fehler, diese Heirat in Betracht zu ziehen. Können Sie mir bitte sagen, wieso? Der Grund ist ganz einfach, ich liebe Sie nicht. Natürlich, Sie kennen mich nicht, aber das kann noch kommen. Nein, Luis, das ist unmöglich. Diese Heirat verstößt gegen alle Grundsätze, mit denen ich erzogen worden bin. Nun, das sehe ich ja genauso, aber unglücklicherweise fehlt mir leider die Zeit, um meine Frau ich zu suchen. Ich habe auch keine Zeit, aber ich kann meine Probleme so nicht lösen. Es tut mir leid, Luis. Ich verstehe schon. Aber falls Sie es sich überlegen. Nun, auf Wiedersehen, Miss Andrade. Auf Wiedersehen, Luis. Ich hoffe, Sie finden woanders Ihr Glück. Und ich hoffe, Sie finden den Mann, den Sie suchen. Verfluchte Eden. Sie macht mir mehr Ärger als der ganze Rest der Köpfelsippe. Sie ist hinterhältiger als Sissi und Miss. Wenn sie versucht, mich vor Gericht zu bringen, dann macht sie einen riesengroßen Fehler. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Hey, hörst du mir zu? Wie? Ich rede mit dir, hörst du? Was ist los mit dir? Lass das sein, Gina. Ich wollte doch nur Radio hören und du könntest mal entspannen.
Ich will keine Musik hören. Wieso? Weil ich in Ruhe nachdenken will. Ich hoffe, dann denkst du auch über deine Frau nach, Kirk. Das kann ich dir sagen. Wenn ich die zu fassen kriege, dann weiß ich wirklich nicht, was passieren wird. Das war ein dummer Fehler, sie zu heiraten. Hast du wirklich gedacht, sie gibt Cruz auf? Eine Frau wie Eden? Sie wird nie im Leben auf Cruz verzichten. Die Capwells geben nie etwas auf. Und sie ist eine echte Capwell. Weißt du, was ihr Motto ist? Ausnutzen und wegschmeißen. Denn, Kirk, Eden ist die schlimmste von allen. Die meisten geben die Schuld an meiner ruinierten Ehe Mason. Und mir ist es ganz egal, was sie glauben. Doch dahinter gesteckt hat Eden. Sie war eifersüchtig vom ersten Tag unserer Ehe an, weil Daddy nur für sie da sein sollte. Sie hasst sogar ihre eigene Mutter dafür, dass sie sie länger kennt. Glaubst du etwa, sie will Kinder? Na, ich nicht. Sie ist viel zu niederträchtig und selbstsüchtig. Du weißt doch, wie sie Brandon behandelt. Du hast mir ja selber gesagt, dass sie ihn immer schlägt. Und glaub mir, das wird sie bereuen. Dafür wird sie bezahlen. Und es wird ihr nicht gelingen, mir etwas anzuhängen. Nein, ich werde den Spieß umdrehen. Ich meine, auch wenn sie etwas gegen mich in der Hand hat. Ich werde etwas finden, was sie belastet. Ist dir jetzt endlich klar geworden, was für eine Frau du da geheiratet hast, mein Lieber? Wie lange wirst du dich von diesem Miststück noch ausnutzen lassen? Kirk, ich rede mit dir. Hörst du zu? Komm schon, das ist wichtig. Hey! Wieso sagst du nichts? Was ist denn mit dir? Mir sagst du nichts Neues über ihn. Ich weiß schon lange, was für ein Flittchen sie ist. Achtung, Achtung, Mr. Johnson, bitte Abschalter der Southwest Airlines melden. Mr. Johnson, bitte Abschalter der Southwest Airlines melden. Eden. Cruz, was machst du denn weißt hier? Weißt du, wen ich heirate, wenn dein Vater seinen Willen durchsetzt? Santana. Hast du das etwa gewusst? Ich weiß es auch erst seit heute. Du hättest mich anrufen können. Ich war auf dem Weg zum Flughafen und mich hat das alles etwas verwirrt. War das dein einziger Grund, nicht anzurufen? Denn du erfährst es ohnehin. Und ich kenne doch deinen selbstlosen Charakter. Du wirst sie heiraten. Und was ist dann mit uns? Cruz. Darling, ich hoffe, du wirst eine schöne Zeit haben. Vor allem hoffe ich, dass du etwas Abstand zu dir selber gewinnst. Ich bin hier, wenn du zurückkehrst. Und vielleicht ist es dann dein wahres Ich, das zurückkommt. Denk gut darüber nach. Vergiss das nicht. So leicht wirst du mich nicht los. Kämpfen. Solange ich lebe.